Hallo Gartenfreunde, willkommen bei Gärtnern leicht gemacht auf meinem YouTube-Kanal zu dem kurzen spontanen Video von mir. Und zwar, wer sich vielleicht entsinnen kann, ich habe mal vor gewisser Zeit ein Video hochgeladen, wo ich ein sehr buntes, bienenfreundliches Staudebeet angelegt habe. Und für alle, die jetzt neu auf dem Kanal eingeschaltet haben, den Link dazu findet ihr hier am Rand vom Video. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Oder wenn euch sonstige Videos über rund ums Gärtnern interessiert, dann seid ihr auf meinem Kanal genau richtig, lasst mir gerne ein Abo da und ein Like, dann verpasst ihr auch in Zukunft nichts von meinen Videos. Ja, und wie gesagt, ich würde euch gerne mal jetzt zeigen, wie sich das Beet jetzt nach nicht einmal einem Jahr entwickelt hat. Wollte ich jetzt mal ein paar Impressionen einblenden, einfach mal, dass ihr das auf euch wirken lässt, wie ihr das findet, wie sich das Beet entwickelt hat. Ich finde, es kann sich wirklich sehen lassen, ich bin da auch ein bisschen stolz drauf. Und das widerspiegelt einfach immer wieder meine Aussage, wenn ihr denn eine Pflanze das gibt, was sie brauche, das heißt also angefangen von Standortbedingungen, Bodenansprüche und was halt die Pflanze so brauche, dass sie wachsen und gedeihen könne, es wird sich wirklich im Ergebnis zeigen. Und von daher, jetzt kommen einfach mal die Impressionen. Und was sagt ihr zu dem Beet? Das hat sich doch wirklich prächtig entwickelt. Also egal, ob jetzt die einzelnen Gräser als Gerüstbildner oder die Salbei, die jetzt wunderbar blau blühe, oder auch die Bodendecker vorne, die Katzenminze. Also wie gesagt, ich sag's so oft, wenn ihr denn eine Pflanze die ideale Bedingungen schafft vom Standort über das, was ich hin brauche, dann habt ihr wirklich die besten Ergebnisse. Und wenn ihr natürlich irgendwelche Fragen habt jetzt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und ich befinde mich jetzt gerade hinter mir, da habe ich jetzt mal demnächst vor, ein neues Video zu machen. Und zwar ist das hinter mir ein japanischer Ahorn. Und da habe ich jetzt mal demnächst vor, den zu unterpflanzen. Also wenn man das hier mal sieht, ich habe da schon mal angefangen, den Rasen abzutragen. Und da geht es einfach dann vielleicht in dem Video darum, wie ihr schwierige Bereiche unter Gehölze bepflanzen könnt. Also mit halbschattiger oder schattenliebende Pflanze. Es ist einfach anspruchsvoll, da Pflanzen unterzubringen, die mit hohem Wurzeldruck oder auch Konkurrenz zum Baum oder sonstige Sträucher zurechtkommen. Wenn euch das interessiert, lasst gerne mich in die Kommentare wissen und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Macht's also bis dahin gut. Ciao, bis dann.